Ja, hallo Leute und willkommen zu diesem Video. Und das ist scheiße, das ist mein Intro. Ja, moin sind zusammen, ne? Ja, heute stelle ich euch mal. Ist okay, ist okay. Hey Leute, hallo. Heute gibt's erstmal dann das und spannend. Guten Tag, meine Damen und Herren. Auch heute möchte ich wieder schmerzlich willkommen heißen hier auf meinem Kanal, den Sie fälschlicherweise wieder. Ach nee, das ist auch scheiße. Ich überlege noch. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe keine langen roten Haare. Das ist auch scheiße. Dann so. Nee, das kann ich nicht. Ja, hi, meine lieben Dampferinnen und Dampfer. Willkommen auf Brizis World. Kleiner Scherz am Anfang. Ich dachte mir so, ne, man muss mal so ein paar Anekdoten reißen. Ja, das heutige Video ist eigentlich nur ein ganz kurzes. Ich wollte euch nur mal was mitteilen. Und zwar, die meisten, die kennen mich ja wahrscheinlich so. Ja, also mechanisch. Dicke Wolken, sehr niederohmig, irgendwas zwischen 80 und 90 Watt auf dem geregelten Akkuträger. So kennen mich ja die meisten, aber ich habe jetzt was Neues für mich entdeckt. Ich konnte es selber nicht fassen, und zwar mein erster MTLer. Ja, den habe ich freundlicherweise vom David geliehen bekommen, um das mal auszuprobieren. Ich wollte mir den direkt selber einkaufen und ich muss sagen, ich komme da echt mit klar. Also ich bin echt begeistert. Der Expromeiser V4, der da mit mir geliehen. Ich habe da jetzt einen Draht reingemacht, einfach ein Nichrom-Draht, Nichrom 90 habe ich reingemacht, 0,28 mm auf 7 Windungen. Ich komme jetzt hier auf 1,4 Ohm, also für mich total utopisch. Aber Leute, ich muss euch sagen, es funktioniert. Es funktioniert sogar super. Ich bin hier mit dem Nikotin jetzt ein bisschen höher gegangen. Ich habe hier in meinem Manuel Tobacco, habe ich jetzt. Auch selbst gekauft übrigens, habe ich jetzt 4 Milligramm Nikotin drin und das passt wunderbar. Also ich bin echt begeistert. Ich habe die Airflow ganz zu. Ein relativ straffer Zug, ja, also das war, wo das mir immer gefehlt hat, ein straffer MTL-Zug. Ja, ich dachte erst immer so ein leichter MTL-Zug, aber das war genau der Fehler, weil da habe ich immer sofort versucht, DL zu dampfen und durchzuziehen. Und jetzt mit diesem straffen Zug, fantastisch. Also für mich jetzt vollkommen neue Dampferfahrung. Bin total begeistert. Bisschen kleinere Wolken, gerade jetzt im Winter. Naja, draußen geht es ja noch. Aber im Wohnzimmer beim Fernsehgucken ist es dann manchmal schon echt schwierig, den Fernseher zu sehen, wenn man so dicke Wolken raushaut. Ja, ich werde den jetzt nicht zerlegen. Ich habe den erst vorhin neu gewickelt. Wie gesagt, das ist auch keine Kunst, so ein Draht zu wickeln halt. Ich wollte euch das nur mitteilen, dass ich jetzt echt der Brizi jetzt auf MTL mal ist, so ein bisschen. Also klar werde ich immer DL dampfen, aber zwischendurch MTL ist echt nicht verkehrt. Und da habe ich auch den Kick. Also mit diesen 4 Milligramm Nikotin jetzt und ein bisschen strafferen Zug, da ist das echt optimal. Klar, die mag ich nach wie vor, aber das kann man halt nicht überall machen, gerade jetzt zur Zeit. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Man könnte da nicht solche Wolken rausballern, die wer weiß wie viele Meter fliegen. Gerade ne, wegen der aktuellen Lage ist das ein bisschen schwierig, dass man noch so sieht, wie weit die Wolken fliegen. Und da war jetzt halt der Gedanke für mich, ja, ich probiere jetzt mal MTL. Also ich wollte es ja wirklich mal ausprobieren, aber das geht natürlich auch immer, wenn man zu Hause ist. Ne?
Ja, das war es eigentlich schon. Wie gesagt, Expromeiser V4 auf meiner Aegis. Ne? Danke nochmal, David. Du kriegst den nächste Woche wieder. Ich werde mir den selber kaufen. Ich wollte es nur ausprobieren, aber funktioniert super. Ja, und dann, also gerade der Anfang vom Video, so ein bisschen auf die anderen YouTuber halt so ein bisschen angespielt und so. Was jetzt gerade passiert, ist natürlich sehr schade, dass viele jetzt aus privaten Gründen oder halt auch wegen diesem Werbeverbot und so ihre Kanäle jetzt, naja, vorsichtshalber halt zumachen oder die meisten Videos runternehmen und so weiter. Finde ich sehr schade. Also ich persönlich jetzt, ich werde das so weitermachen wie bisher. Ich sage, ich habe meine Brocken hier alle selber gekauft, das kann ich auch belegen, habe ich gar kein Problem mit. Und wenn ich Bock habe, werde ich euch ein Gerät vorstellen. Und ansonsten müsst ihr mit dem anderen Unfug leben, den ich sonst so treibe. In diesem Sinne denke ich mal, soll es das gewesen sein. Wie gesagt, tut mir sehr leid, dass so viele YouTube dann verlassen, in Anführungsstrichen. Ne? Manche aus privaten Gründen, manche aus den rechtlichen Gründen vorsichtshalber, um da keinen Schaden zu erleiden. Kann ich auch verstehen, um Gottes Willen. Ne? Hashtag NoFront, ne? Und Hashtag Socke, ist mein neuer Hashtag. Grüße an Sascha, gehen raus. Und ja, wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass dann uns das jetzt so irgendwie genommen werden soll. Dass wir auch mal neue Geräte dann irgendwie sehen, die vorgestellt werden. Muss man gucken, was passiert. Also wie gesagt, ich mache meinen Krempel so weiter wie bisher. Und wir werden sehen, was passiert. Alles klar, Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Kurzes Video von mir. Bis zum nächsten Mal auf Breezy's World. Ciao, ciao. Ja, und bevor ich das vergesse, ne, wünsche ich euch allen schöne Nikolaus. Ne? Wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, euer Breezy. Ciao, ciao. Nicht so eine dicke Wolke.